Willkommen zurück zu einem neuen Overwatch mit dem Nebo. Mal gucken, was wir für einen Case haben. So. Ja, bin jetzt über das Wochenende in Salzburg. Meine Hauptstadt des Herzens, meine Heimatstadt des Herzens, ne, weil ich ja auch immer so salzig bin. Ja, komm, Salzburg ganz gelegen. So. Doch einfach 10 Jahre, ey. Wow. Und es ist einfach fucking das 2 wie immer. Wingshot. Ah, da gucken wir einfach Paul zu, weil Paul kein Elite-Build. So, was geht bei ihm? Ja, da hat er ein WH an. Easy. Trigger auch. Meinen Typen da oben hat man ja gerade gesehen. Der ist dann auf einmal stehen geblieben und genau in der Sekunde, wo er stehen bleibt. Ja, guck, da zieht er rum. Überhaupt keinen Sinn dahin zu aimen, da ist ja nichts. Ja. Wurde der angesagt? Nein, niemand ist da, der den angesagt haben könnte, aber er aimt halt da ab. Ja, da ist der Trigger. Da ist der fucking Trigger. Da ist er schon fast down. So sinnlose Nate einfach nur. Oh. Da hat der Gegner leider Pech gehabt und kommt gerade dahin. Ja. Er weiß natürlich gar nicht, dass die da sind. Er ist vollkommen clean. Meister Proper in Person. Da geht der Trigger hart ab. Na komm, Snack in dir. Oh, ja, komm, da komm. Easy. Oh Mann. Oh, was schreibt Mervin denn mir gerade so? Die Kassiererin meinte auch schon, dass ich das ja gar nicht kennen würde, dass sie es ja gar nicht kennen würde, da dass das so voll ist. Ja, Mervin ist gerade einkaufen, der Dude. Vielleicht noch was aufnehmen für die Zeit, wo ich jetzt halt dann weg bin. Joa. Mal noch ein, zwei Runden Overwatch hier aufnehmen. Ja, ich meine, so viel zu sagen gibt's halt hierzu nicht, ne? Der Typ hat halt WH und einen Trigger an, man sieht's halt, easy. Ich meine, ja. Das eine Mal oben direkt, der erste Shot, den er gemacht hat, hat halt einfach quasi, er wollte halt genau in der Sekunde halt schießen, wo der Typ halt eigentlich ins Bild gelaufen ist, aber hat dann halt, vielleicht hat auch keinen Trigger da angehabt, weiß ich natürlich, oder vielleicht war es auch ein Trigger, ich weiß nicht, es ist halt 32 Tick, ne, da kannst du halt nichts drin sehen im Scheiß hier. Aber zumindest, ja, es schreibt, es chattet halt die ganze Zeit, man sieht es halt. Oder stellt was ein. Aber, Oh. Achso, sein Mate hat geschossen, ne? Dann geht er da jetzt weg, damit es nicht so mega obvious ist. So. Wenn sein Mate macht, hat er wahrscheinlich die Calls, dass die lang sind. Ist ja keine Frage. Mal gucken. Okay. Das kann man machen, das ist ja nicht das Thema. LOL. Was ein nicer Shot durch die Box. Da hat er einfach richtig hart kassiert, der Bastard. Oh Mann, ey. Easy Glock, easy life. Also, was bei der Hälfte. Was macht er jetzt? Übrigens trinke ich nebenbei Mezzomix Zero, kauft alle Mezzomix. Ein Erfrischungsgetränk der Coca-Cola Company, für das wir leider kein Geld bekommen, wenn wir das erwähnen. Aber ich trinke es gerne specknass. Wo ihr auch mal in die Kommentare schreiben müsstet, ist, wollt ihr, dass man bei sowas jetzt vorspult? Weil ich meine, es passiert halt. Also es können auch witzige Sachen passieren, keine Frage, aber das ist der einzige Grund, warum ich das noch gucke. Der Shot war halt mega unnütz. Ja, da hat er gerade. Hat er da seinen Trigger aus oder so? Das macht er. Alter, was ist das denn, ey? Oder hat er seinen Trigger nur für irgendwie AWP, AK, M4 oder so an? Weil das war jetzt gerade ja. Heilige Scheiße, war das low, ey. Nicht, dass ich groß besser wäre meistens, ne, aber trotzdem. Ja, jetzt hat er AK. AK zweite Runde. Ach, guck mal, viele Leute kaufen AK zweite Runde. Easy Game. Einer hat bei den Scout.
So. Er ist so dumm, durch die Tür zu kommen. Hat dann Mate steppen. Ich meine, da sieht er doch auf der Karte, dass das ein Mate ist. Das macht keinen Sinn. Okay. Ja, wie gesagt, also in die Kommentare irgendwelche Meinungen oder sowas, ob man sowas vorspulen sollte oder so. Das ist halt gerade. Ich meine, es passiert halt nichts und keine Ahnung, ob er das jetzt auch auf das Ding geangelt hat. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Was war das denn jetzt? Der hat niemanden gesehen, der dahergelaufen ist. Der Typ war von links hinter der Wand oder hinter der Door und er schießt einfach ins Nirvana rein. The fuck? Chattet er oder stellt er ein? Bei den Gegnern schreibt keiner, wie es aussieht. Da steht keiner. Ja, wobei auf A steht wer. Ah, hat er von der Scout kassiert. Easy. Da hat die der bei dem von der Scout kassiert. Welcher Low-Lappen flasht einfach? Also, ja, dann nimmt er die andere AK, die macht mehr Schaden. Und er wechselt wieder. Okay, ist ganz schön nachgezogen, das Ding. Er weiß doch jetzt gar nicht, dass einer da rechts drin steht. Er weiß, dass er den links abgesmoked hat. What? Okay. Ja, 32 Tick, ne? Schlecht einfach nur. So schlecht einfach nur. Krass, was ein Bullshit. Oh, hat eine epische Teamflasche, ey. Der Dude hier. What the fuck, einfach nur. Also, ich meine, ich habe mir doch den Trigger in der ersten Runde oder in der ersten Halbzeit nicht eingebildet, oder? Das war auch gerade mal ultra lächerlich. Der hat am Anfang mit der AWP so reingedrückt und jetzt, wo er scheinbar geschrieben bekommen hat, dass er reported wurde schon fünfmal oder so. Jetzt macht er irgendwie aus in der Hoffnung, dass man das nicht mehr sieht und so wie ich mich jetzt gerade, so wie ich mir quasi gerade so bezweifle, ob das stimmt oder nicht. Das ist ja hart lächerlich. What the fuck ist das für ein Elo, ey? Ach so ist das. Komm, Dude, bang die Wall. Ja. Ja, man hat ihn gehört, aber ja. Timing, Timing. Da ist einer, hat er gerade gesehen. Also am Anfang hat er eh so safe angehabt und jetzt ist es gerade einfach noch richtig traurig, was er hier abgibt. Oh Mann, ey. Na komm, hau mal rein, Typ. Müsste die letzte Runde sein. Oder? Nein, ich weiß gerade gesagt gar nicht.
Ah, das müsste die letzte Runde sein. Krasser Headshot. War auf jeden Fall drauf. Naja, 32 Tick wie immer. Ey, man tauscht schon nicht eine fucking. Okay. Ja, komm. Aber den trifft er. Boah, der Typ stand still. Ah, Pre-Fire des Todes. Okay. Einige haben aber genug gesehen. Ich würde das auf jeden Fall sagen. Die anderen Sachen halt nein. Aber zumindest in den beiden ersten AWP-Runden, also in der ersten Halbzeit mit den AWP-Runden, und das war das einfach so safe, ob wir jetzt hier. Naja. Schreibt mir runter, was ihr meint. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.